Juliette, die ist. Ich bin Juliette Haag und ich wohne in Lützeburg. Ich bin Juliette Haag und ich bin in Lützeburg. Und ich stelle zurzeit hier am Kopf zu Wolfe aus. Der Mensch steht am Mittelpunkt meiner Malerei. Und ich arbeite mit Collagen, mit Mischtechnik. Über transparente Schichten, die ich dann in dem Moment auf die Wall drehe, mir aber auch die ich in dem Moment nicht auf der Palette mische. Ich sehe dann, da entstehen einfach andere Farben auf der Wall. So, hier sind zum Beispiel, wie ich dann hier das Bild dann abgebaut habe, das ist mit Collagen. Und hier am Collage, du hast den Schiff an den Hafen, steht auf Vierderung. Und wo die dann den mit Paste auch nicht übermalt, über Drogen und durchschlinnen, entstehen dann auch über Helligkeit und Dunkel, kommen dann die Linie raus, und wo ihn dann der Mensch sieht. Den Moment, wenn ich den Collage gemacht habe, dann kann ich gemalt, dann ist die Paste drauf. Und dann ist das dann so als an sich den Aufbau von meiner Malerei von der Collage. Und aus dem Negativen kann ich dann auch Leid rausfinden und rausgesehen. Und wie der Betrachter das so gesehen. Da kommen wir hier an den Saal von meinem Daisy, das ist an sich mein Hund, ein Dalmatiner, der ganz wichtig bei mir am Mittelpunkt steht. Und den Hund ich gedacht, den muss auch eigentlich erstmal auf die Wall kommen. Und hier ist dann noch den Pummel zu erkennen, wie sieht am Collage, an dem Moment hier so die Form. Du leidest auf seinen Decken und durch die Form kann ihn dann aber ein Körper auch rar sehen. Und dann ist dann, wie ihr seht, das Geld und Blau. Das sind auch meine Hauptfarben, die an allen Bildern sind. Ich meine zwar auch mit anderen Farben, orange, rot und so. Aber das ist einfach das die Hauptfarben. So, und dann kommen wir hier an die Saal. Tanzmusik durch die Corona-Zeit, wo ich gedacht habe, das war letztes Jahr wirklich ganz schlimm, weil den du viel vermisst hast, sieht hat, an Konzerten zu gehen oder mal tanzen zu gehen. Und da habe ich dann die Flamengo-Tänzerinnen gemalt. Und auf den Collagen, da habe ich dann aber auch noch ein Telefonsbuch. Mit Rabburg für meine Idee war dabei, für zu teilen, dass das letzte Jahr ganz, ganz wichtig war, ist, zu kommunizieren, aber anzurufen, Telefon zu holen und mit einem zu schwätzen. Und das war mir dann auch wichtig, für das mit auf die Wahl zu bringen, wo dann in dem Moment auch heilige Seite so die Bewegungen, dass das mit Schredderpapier, den ich dann auch da rabrüste, das gibt dann der richtige Schwung. Auch noch an das Kleid, an den Tanz. Auch raus, da können gesagt, so ganz kleine Filigranen, wo in innen drinnen dann Tarf besser gesagt, aber auch nicht den Effekt gibt von der Verstehung an dem Bild. Was auch natürlich die Lichtigkeit mit sich bringt, das sind dann auch die Pigmente, die ich dann an die Bilder mit drauf. Dann gehen wir noch weiter zu den Tango-Tänzerinnen und Koppeln, wo da dann auch, das gesagt, mehr figurativ kann ich da ja mehr raus erkennen, aber auch mit den verschiedenen Techniken, mit Collagen, mit also transparenten Filet, den
abgedrungen ist, wo ich dann die Lichtigkeit und Pigmente unter dem Filet kann rausgesehen. Und heute zum Beispiel an dem Bild gesehen, da kann der raus erkennen durch die Lichtigkeit, ein Mann, den du eventuell könnt spielen, und durch die, aus dem Schwarzen ist das dann rausgemalt gehen. Dazu der Technik und was auch vielleicht auffällig ist, heißen die Rotschong und ich habe ganz gerne Rotschong und so habe ich dann auch die Frau Rotschong gemalt. Dazu der Technik zu meinem Tango-Tänzerin. So, da kommen wir noch weiter nach heute zu einer anderen Serie von meinen Ballerinen und zum Beispiel Latouren. Bild aus mit über 3D, wo dann auch da rausgeschnitten ist aus Holz, wo dann drauf gepasst ist und dann noch mit Collagen gemalt über Helligkeit und Dunkel. Und das war sich mehr an dem Ton von dem Orangen. Orange, Blau und Mauve. Also das war mir die Serie, wo ich an der Farbskala gemalt habe. Ja, und los sind wir dann bei unserer Ausstellung hier gekommen, wo hier das hier Bild, das ist auch mit den Collagen gemalt. Dann hast du hier mein Farbpalette mit dran zu gesehen. Und ich habe ganz viele Pigmente und Acryl mit den Blau, Rot und Orange Farben gewesen. Dann, ja, das führt dann an für noch weiter nach Info. Lesen gehen, könnt ihr über www.julchen.lu, da könnt ihr dann mehr gewirken. Das wäre es dann. Gut, merci.